Wenn wir, so der schwedische Dichter und Lyrikkritiker Magnus William Olsson, uns intensiv mit einem poetischen Material auseinandersetzen, lernen wir durch das Tun. Wir unterscheiden, wir beurteilen und bewerten etwas, indem wir vor der Sprache, an ihr und mit ihr etwas vollziehen. Wir verstehen zum Beispiel, wie bestimmte Wortfolgen ästhetisch funktionieren, wie unterschiedlich sie wirken können. Übersetzen von einer Sprache in die andere oder auch bewusstes Rezitieren von Poesie können Formen dessen sein, was Magnus William Olsson performative Kritik nennt. Sie unterscheidet sich von der klassischen reflexiv-diskursiven Kritik, die ihren Gegenstand immer schon als etwas bestimmt hat, durch ihr durchaus auch körperliches Erschließen der sprachlichen Potenzialität von Gedichten. In der intensiven Auseinandersetzung mit Poesie, wie in der performativen Kritik, wird Aufmerksamkeit auf Gedichte gebunden. Am besten sogar von mehreren Personen zugleich, wie eine Lyrikkontemplation und Analyse auf Partys, die wir bald wieder feiern werden. Oder wie heute Abend bei der Sendung zur Lyrikkritik. Und Lyrikkritik ist, so Magnus William Olsson, immer auch eine soziale Tätigkeit, wie auf einem Symposium, wie auf einer Bühne oder einer Tanzfläche. Auch die Seminare der Akademie für Lyrikkritik stellen solche Labore performativer Kritik dar. Welche Früchte das gemeinsame Nachdenken und Miteinander überlegen über Lyrik gezeitigt hat, können Sie und könnt ihr nun in den Lyrikkritiken erleben von Noha Abdelrasoul, Alexander Estes, Ricarda Veit, Marielle Mathé, Regina Menke, Mai Mergenthaler, Martin Pieka, Shafak Sharicicek, Erik Schumacher und Lilith Tiefenbacher. Zu den DichterInnen, die von Ihnen besprochen werden, gehören unter anderem Frederik Nieberg, Athena Farrokhzad, Mariam Majidi, Sherko Berkas, Angelika Freitas, Karl Larsson, Ida Börjel, René Smets und Magnus William Olsson selbst. Am Ende geht das Staffelholz von Norden nach Süden über und Roberto Galaverni wird uns etwas über die gegenwärtige Poesie und ihre Kritik in Italien berichten. Und nun erleben Sie Video-Lyrik-Kritik in einem neuen Format, das das Feuilleton bislang noch nicht kennt. Viel Vergnügen. Hadet Sokül. Blumenuhr. Erklärungen und Gedichte. So heißt auf Deutsch das 2000 in Stockholm bei Norstedts publizierte zweite Buch von Frederik Nieberg. Den 1968 geborenen schwedischen Schriftsteller und Dozenten für literarische Gestaltung an der Universität Göteborg. Leider ist bisher keiner seiner 10 Bände auf Deutsch erschienen. Doch aus Blumenuhr hat Klaus Jung Liedtke den Prolog und 6 Gedichte für Lyriklein übertragen. Die Auswahl gibt einen prägnanten Einblick in den dichterischen Ansatz Niebergs in diesem Band, der zahlreiche Bezüge auf die Kultur- und Literaturgeschichte, insbesondere auf den schwedischen Naturforscher Carl von Linné und den US-amerikanischen Dichter John Ashbery, mit Reflexionen über die Vergänglichkeit der Natur und das eigene Älterwerden verpflichtet. Die von Liedtke übersetzten Gedichte aus Blumenuhr tragen lateinische Pflanzennamen, die wie im originalen Gedichtband in alphabetischer Reihenfolge angeführt werden. Die lyrischen Texte heben die organischen und materiellen Gemeinsamkeiten von Natur und Menschen hervor, vermitteln über die Art und Weise, wie die Kultur und die Naturwissenschaft sich diese Gemeinsamkeiten vorstellt. Linnés Blumenuhr, die in Uppsala angepflanzt wurde, bestand aus einem runden Beet von Blumen, deren Aufblühen zu unterschiedlichen Tageszeiten im Uhrzeigersinn die fortschreitende Zeit anzeigte. Niebergs lyrische Blumenuhr folgt jedoch nicht der Ordnung der Zeit, sondern der alphabetischen Anordnung der Pflanzennamen in Linnés Species Plantarum, dem 1753 erstmals publizierten Verzeichnis aller damals Linné bekannten Namen. Auf diese Weise denaturalisiert Nieberg den von Linné postulierten Zusammenhang
zwischen der Blütezeit von Pflanzen und der Urzeit des Menschen. Zwischen den Pflanzentiteln und den Inhalten der Gedichte werden mannigfaltige biologische und kulturelle Verbindungen gezogen. Manchmal wird die Jahreszeit thematisiert, in der eine Pflanze blüht, mal ruft ein Pflanzenname Assoziationen auf. Durch sämtliche Gedichte hindurch zieht sich die Geschichte des Sprechers, der seine seelischen und körperlichen, gegenwärtigen und vergangenen Leiden beschreibt. Das auf den Prolog folgende erste Blumengedicht auf Lyriklein trägt den Titel Galanthus. Wir hören das Gedicht über die Gattung der Schneeglöckchen, gelesen von Nieberg, und lesen es in Liedkes Übersetzung. Galanthus, diagonaler, doften av klor. Jag måste ha sovit för jag vaknar. Huvudet och nacken är ännu en erfarenhet. Februari. Fåglarna väger nästan ingenting. I ett grönområde, alldeles i närheten av Vasaplatsen, finns det ett träd. Man kan se det från spårvagnen, vars kraftiga grenar tycks sträva nedåt mot marken. Jag måste alltid vara den som tröstas. Das Gedicht beschreibt einen Moment des Erwachens, vielleicht aus einer Betäubung nach einer Operation. Erst wird gesehen, Diagonalen, dann gerochen, Chlor, und körperlich erfahren, Kopf und Nacken. Das Ich ist pflanzenartig still, selbst wenn es Straßenbahn fährt. Es erblickt aus der Straßenbahn einen Baum, dessen kräftige Äste scheinbar nach unten in die Erde streben, vielleicht wie bei einer Trauerweide. Und das Ich denkt daran, dass es stets der zu Tröstende sein muss. Es ist, als versuche Nieberg, die Pflanzenwelt von Linnés naturwissenschaftlicher Kategorisierung für die menschliche Erfahrungswelt wiederzugewinnen. Das Ich imitiert die Bewegung des Schneeglöckchens, das seinen Kopf aus der Schneedecke steckt und erkennt in nach unten zeigenden Ästen menschliche Gefühle. Der Prolog von Niebergs Blumen- und Vergänglichkeitslyrik lässt sich als deren Poetologie verstehen. Wir hören und lesen den Prolog. Prolog. Jag blir bara äldre. Ditt huvud är överdrivet ljust och stilla. Om Europas historia är sann vill jag lära mig den som man lär sig en sång. Idag när jag skulle gå ut för att köpa chips och kyckling luktade trapphuset halt av såpa. På Hotell Entremont rör sig utsagorna hela tiden uppåt genom stroferna. Du torkar pannan med en ros och rekommenderar dess törnen. Wir lesen scheinbar autobiografische Aussagen über das Älterwerden des Sprechers und über sein Herabsteigen einer Treppe, um Chips und Hähnchen zu besorgen. Diesen eher prosaischen Aussagen folgen eine Anspielung auf John Ashburys Ballade Hotel Lautréamont und ein Zitat daraus, die helfen, den Prolog zu entschlüsseln. Ashbury bezieht sich mit dem Titel Hotel Lautréamont auf den Comte de Lautréamont, wie sich Isidore Lucien Ducasse nannte, der bei der Belagerung von Paris im Winter 1870 durch die Deutschen in einem Hotel an einer Krankheit jung verstarb. Ducasse ist bekannt für seine Gesänge des Mal d'Aurore, die mit ihrer Darstellung albtraumhafter Grausamkeiten die Surrealisten inspirierten und die ihrerseits unter anderem von Baudelaires Gedichtband Blumen des Bösen inspiriert wurden. Eine böse Blume ist auch Ashburys dornenbesetzte Rose, mit der ein Du sich die Stirn wischt und die Niebergs Prolog zitiert. In Ashburys Gedicht wird der Vers You mop your forehead with a rose, recommending its thorns, von der vorletzten zur letzten Strophe wiederholt, wobei er eine Zeile weiter nach oben rückt. Die Struktur wiederholter, aufsteigender Verse, die Ashburys Ballade insgesamt bestimmt, erwähnt Nieberg in dem Satz
Im Hotel Lautréamont bewegen sich die Aussagen die ganze Zeit Strophen aufwärts. In Ashburys Gedicht geht ein Wir hinaus ins Offene, als stiege es eine Treppe hinauf. Erst spricht dieses Wir die Hoffnung aus, die Pattsituation, the Standoff, der Geschichte zu beenden. Mit dem Standoff der Geschichte ist vielleicht gemeint, dass die Zeit im Fortschreiten die Lebewesen als Geisel nimmt und ihnen das Leben abpresst. It was their choice after all that spurred us to feats of the imagination. Now, silently, as one mounts a stair, we emerge into the open. And in so doing, deprive time of further hostages to end the standoff that history long ago began. In der folgenden Strophe, in der der Treppenvers eine Stufe nach oben steigt, wird diese Hoffnung aufgegeben. Das Vorrücken der Zeit lässt sich ebenso wenig aufhalten wie das Aufrücken der Verse. Müssen wir, fragt der Sprecher, um die Pattsituation der Geschichte zu beenden, immer weiter drängen in die Perversität? Now, silently, as one mounts the stair, we emerge into the open. But it is shrouded, veiled. We must have made some ghastly error. To end the standoff that history long ago began, must we thrust ever onward into perversity? Die Treppe in Niebergs Prolog, der 8 Jahre nach Ashburys Hotel Lautréamont erschien, ist keine Metapher. Und die Treppe führt kein Wir ins Offene, sondern sie bringt ganz prosaisch ein alterndes Ich zu Chips und Hähnchen. Während laut Ashbury Balladen von der Gesellschaft bewusst geschaffen werden, Research has shown that ballads were produced by all of society. Erklärt Niebergs Sprecher, er wolle die Geschichte Europas wie eine Ballade, wie ein Lied singen, wenn sie denn wahr sei. Wenn die Geschichte Europas wahr ist, so will ich sie lernen, wie man ein Lied auswendig lernt. Balladen bzw. Lieder sind bei Niebergs Ausdruck von wahrer Geschichte, nicht wie bei Ashbury eine soziale Konstruktion. Doch hält Niebergs die Geschichte Europas für wahr? Sind seine Gedichte in Blumenuhr Lieder über diese wahre Geschichte? Es sind zumindest beim Lesen klingende Gebilde über die Geschichte der europäischen Pflanzenkunde und über die Geschichte eines diese Kunde erzählenden, welkenden Ich. Im Innern der Kritik. Magnus William Olson. In seinem Aufsatz The Seminar as a Form for Thinking, übersetzt von Rika Lesser, beschreibt Magnus William Olson das altgriechische Symposion als Möglichkeit des Denkens durch eine Öffentlichkeit. Diese Öffentlichkeit sieht der Autor als Voraussetzung für eine Form der Kritik, die verstehend wie auch transformierend wirken kann und eben nicht nur be- und verurteilend. Daher sieht Magnus William Olson in der Form des Seminars, genauer gesagt des altgriechischen Symposion, einen Katalysator für solch kritisches Denken. Die Kritik müsse aus der Position des individuellen Denkens gelöst werden. Magnus William Olson wurde 1960 in Schweden geboren und ist Dichter, Literaturkritiker und Übersetzer. Er hat 10 Gedichtbände veröffentlicht, 4 Essaybände und noch Kurzgeschichtenbände. Er ist Gründer des Kritiklabors, das sich mit der Gründung von Startups im Felde der Kritik beschäftigt. Eines dieser Startups ist Örnen och Kraken, Adler und Krähe, das sich mit Literaturkritiken und Podcasts zur neuen Poesie befasst. Seine Gedichte wurden in etwa 2 Dutzend Sprachen übersetzt, darunter Chinesisch, Arabisch, Spanisch, Deutsch, Englisch, Persisch, Polnisch, Italienisch etc. Er selbst übersetzt aus dem Spanischen sowie aus dem Alt- und Neugriechischen.
Gerade in der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie des frühen 21. Jahrhunderts wird das Denken und das Erfahren häufig in singulärer Position vollzogen. Dazu sagt Magnus William Olson: Gerade in der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie des frühen 21. Jahrhunderts wird das Denken und das Erfahren häufig in singulärer Position vollzogen. Dazu sagt Magnus William Olson: Poetry, defined as language in its highest potentiality to someone, appears as the prerequisite and possibility of thinking in competition with philosophy. What do I mean then by think? I don't mean conceptualize. I don't mean the distinction of dialogical reason, rather think in the meaning of making way for thought, to form attention so that thinking can be actualized in its possible multiplicity. Kunst, nicht als Gegner und doch als Antipol der Aufmerksamkeitsökonomie gedacht, weil kritisches Denken in der Kunst und über Kunst geradezu Aufmerksamkeit erfordert. Und das im äußersten Maße. Aufmerksamkeit als Ressource wird rar und rarer. Understood as an art form for thinking, the symposium in its knowledging doesn't only part with the apparatus of dialogical reason, it also depends on it. If art is to be able to formalize its knowledging and gain legitimacy as an academic form of knowledge, it must decline, and it cannot decline, the kind of thinking that in imitation of antiquity we call philosophy. Fällt euch was zu der These ein, dass Kunst und Poesie nur das Denken der Antike imitieren soll und wir es in Ermangelung eines besseren Begriffs Philosophie nennen? Ich finde, Philosophie und Poesie ist fast dasselbe. Wieso sprichst du uns im Plural an? Ich frage mich jetzt, welches Verhältnis Philosophie und Poesie haben und lass die Antike da mal raus und aber auch drin. Wissenschaft ist, also Philosophie ist ja eine Wissenschaft und seit dem Mittelalter grenzt sie sich immer mehr gegen andere ab. Und in der Neuzeit hat Wissenschaft halt irgendwann in der Aufklärung diesen überseriösen Anstrich bekommen, ja. Das sieht man auch daran, wie überseriös es ist, weil es so viele Leugnerinnen gibt. Und diese ganzen Leugnerinnen, da sieht man jetzt auch in der Pandemiezeit, die würden das nicht tun, wenn sie die Wissenschaft nicht ernst nehmen würden. Ich muss etwas ernst nehmen, um dagegen zu sein. Naja, Wissenschaft wirkt auch häufig wie ein Kampf um Deutungshoheit. Aber das Versprechen in der Wissenschaft liegt ja in der Objektivität, um ein Verständnis der Teile dieser Welt zu liefern. Ja, und Poesie ist häufig das, was wirklich alternative Fakten bietet. Denn gute Kunst zeigt einem ja immer wieder, wie sich die Welt irgendeiner Deutungshoheit entzieht. Und eigentlich arbeiten alle Wissenschaftlerinnen auch daran, nämlich das Interpretieren des Uninterpretierbaren. Und wenn du Kunst definierst, entzieht sie sich sofort ihrer Definition. Wenn ich dir erkläre, was ein Gedicht ist, dann finde ich sofort darauf ein Gedicht, das dem widerspricht und sich dem entzieht. Und trotzdem sind Kunst und Poesie immer für einen da. Manchmal glaube ich, die Wissenschaft will Karriere machen und Kunst macht eigentlich die ganze Care-Arbeit. Ja, und um seriöser zu wirken, nennt sich die Poesie Lyrik. Ein verfremdeter Begriff, noch technischer. Terminus technicus trifft Camera obscura. Als wenn im Leben viel poetisch, aber wenig lyrisch wäre. Wisst ihr, was mich stört? Wisst ihr, was mich wirklich stört? Das sind Philosophinnen, die sich dieses Objektivitätsgütesiegel auf die Stirn einbrennen und behaupten, sie wären nicht subjektiv in ihrer Arbeit. Verdammt nochmal, jedes Mal, wenn wissenschaftlich gearbeitet wird, steht da ein Subjekt, das arbeitet. Es gibt keine wissenschaftliche Arbeit ohne ein Subjekt. Die ganzen Datenbanken von Wikipedia bringen einen Scheiß, wenn es nicht einen Menschen gibt, der sie benutzt. Lyrik gilt aber als sehr subjektiv. Vielleicht liegt es daran, dass Poesie interpretierbar ist und Philosophie bereits interpretiert. Was haltet ihr davon? Philosophie bietet faktisch praktische Sätze? Und Poesie mehr sowas wie ein Gefühl? Ich geb dir gleich nur sowas wie Gefühl. Das Krasse der Poesie ist ja, dass das Gefühl vermittelt werden kann, ohne die Anwesenheit des Subjekts, das die Poesie verfasst hat.
und sogar empfunden werden kann. Poesie ist für mich ein Versuch über die Menschlichkeit. Sag wenigstens Autorin dazu. Und da gibt's den Versuch von manchen Poetinnen, den Text möglichst unpersönlich zu formulieren, so dass keine direkte Persona erkennbar wird. Ja, ja, der Autor ist tot und dann ist das eben wieder doch nicht. Jede Autorin ist untot. Und dieser Anti-Genie-Kult ist halt eben auch ein Kult der Unperson. Denn es geht mir nicht um Genies. Ich glaube nicht an Genies. Ich glaube an Autorinnen. Im besten Fall gibt es sowas wie eine intersubjektive Verbindung. Gibt es etwas Magischeres als eine anwesende Abwesenheit oder eine abwesende Anwesenheit? Redest du jetzt von Poesie oder Philosophie? Wo liegt der verdammte Unterschied? Wie kann es sein, dass wir noch nicht über die Emotionen der Philosophie gesprochen haben und auch nicht über die Erkenntnismöglichkeiten in der Poesie? Mir scheint beides sehr wichtig. Ich lese unglaublich gerne Philosophinnen, die sich trotz Objektivitätsversuch enthusiastisch zeigen. Und ich lese unheimlich gern Poetinnen, die sich nicht nur am eigenen Gefühl ergehen. Beides, Philosophie und Poesie, sind, glaube ich, ein Versuch gegen die Vereinzelung. Bloß mit anderen Mitteln. Wenn es Gefühl im Plural gibt, dann warum nicht auch Erkenntnis? Doch bei allem Zusammenhang sehe ich auch Unterschied. Es geht ja nicht dabei, um Philo und Versen zu verfassen oder Poesie immer ein Literaturregister daran zu klatschen. Ich glaube, Poesie sucht den Sinn der Sprache und Philosophie den Grund. Sie gehören zwingend zusammen. Sie gehen auf demselben Grund unterschiedliche Wege. Logisch-faktisch und spielerisch-klanglich. Was haltet ihr davon, dass Philosophie als Wissenschaft eine theoretische Ebene bedient und Poesie mehr eine spielerisch-praktische Ebene? Also ich frage mich da eher, wieso Philosophie nicht das Lebenspraktische ist. Eine Wissenschaft, die sich mit Ethik und dem Alltag auseinandersetzt, mit Handlung, mit Moral. Und Poesie ist eigentlich das wesentlich Abstraktere von beiden. Philosophie verstehe ich als Lebenskunst und als Handlungswissenschaft und Poesie als Möglichkeit, neue Perspektiven zu eröffnen und diese neuen Perspektiven auch einnehmen zu können. Hat Kunst neben der Reflexion und dem verbindenden Aspekt nicht auch irgendwie Unterhaltungswert? Ich meine, so Lyrik von Lyra, Musik, Erzählen, Singen, Klatschen. Das ist auch einfach schön manchmal. Und zudem habe ich schon so viele Erkenntnisse in und durch die Poesie gewonnen. Muss ich Wissenschaft erst zur Populärwissenschaft erklären, damit sie mich unterhält? Ich meine, die Art, etwas zu verfassen, ist sowohl wichtig in der Philosophie als auch in der Poesie. Die Art und Weise der Beschaffenheit ist unheimlich wichtig und dabei geht es mir nicht um das Schöne, sondern um die Art der Beschaffenheit. Sowohl Wissenschaft als auch Kunst brauchen ein getriebenes Wesen. Ein Wesen, das sich ausdrücken möchte. So kann ein Versuch entstehen, ein intersubjektives Moment. Und dann sind Philosophie und Poesie halt eben auch der Versuch, Aufmerksamkeit aufzubringen für sich als auch für andere gleichzeitig. Ich empfinde in beide meinen Forschungsdrang. Beide sind für mich Forschungsexpeditionen über die eigene Position in der Welt. Und Wissenschaft und Kunst erfordern genauso viel Kreativität, denn diese Kreativität in Wissenschaft und Kunst zeigt uns, wie wenig wir von allem wissen und wie gut wir uns darin verstehen können. Philosophie und Poesie sind Wege. Ich weiß immer noch nicht, worüber ich reden soll. Ein Gedicht als eine Komposition von Stimmen, von fremden Stimmen, nicht der eigenen. Athena Farrokhzad arrangiert in ihrem langen Gedicht Bleiweiß die Stimmen von Familienmitgliedern wie in einer musikalischen Komposition. Und wie eine Komponistin verzichtet sie darauf, selbst mit einer Stimme auf der Bühne des Textes zu erscheinen.
Der Text kommt ohne ein Ich aus, trägt und bildet sich aus den Stimmen der Mutter, des Vaters, des Bruders, der Großmutter und des Onkels. Sie bilden eine Klaviatur. Meine Mutter sagte, ich habe deinen Vater ein Leben lang um sein Trauma beneidet, bis ich einsah, dass mein eigenes noch viel bemerkenswerter war. Die Mutter ist die dominanteste Stimme dieses Textes. Erst nach vielen ihrer Mahnungen, Vorwürfen, Erwartungen und der Erinnerung an ihr Vermächtnis kommen auch die Stimmen der anderen Familienmitglieder hinzu. Anhand dieser Figuren entsteht ein Text, der ein Leben zwischen den Welten künstlerisch zum Ausdruck bringt. Zwischen Sprachen, Kulturen, Gesellschaften, aber auch zwischen Generationen. Dieses Dazwischen kann die Sprache auch rauben, einen sprachlos machen. Sprachlosigkeit ist nur eines der Themen, die in diesem Gedicht, das man vor einem postmigrantischen Hintergrund lesen kann, gestreift werden. Die Autorin, selbst 1983 in Teheran geboren, wuchs in Schweden auf. Der vorliegende Band Vitsvit, auf Deutsch Bleiweiß, erschien 2013 in Schweden, 2019 in der Übersetzung von Clara Sondermann bei Cookbooks auf Deutsch. Felix Schiller erläutert in seiner Besprechung auf Fixed Poetry die metaphorische Bedeutung des Titels. Bleiweiß sei demnach ein Pigment, das seit der Antike zum Bleichen genutzt werde, aber auch als Schminke. Blei ist natürlich auch giftig. In dieser Vieldeutigkeit sei es also eine Metapher, ich zitiere, für die Toxizität vom Anpassen müssen in der Fremde, für die Verwässerung von Erfahrung, die das Ankommen in einer fremden Sprache bedeuten kann, für die tragischen Überanstrengungen des Dazugehören-Wollens. Auch das Bleierne als Last des Erbes schwingt im Titel mit. Die Belastung mit Erfahrungen und Erwartungen, die die Nachkommenschaft von den Eltern einsaugt. Erfahrungen der Eltern einsaugen. Und was dann damit tun? Eine dieser grundlegenden und existenziell formenden Gaben der Eltern oder Vorgeborenen ist natürlich die Sprache. Sie ist im Gedicht eng verknüpft mit den weiblichen Figuren und speziell mit der Rolle der Mutter. Meine Großmutter sagte, schreib das. Mütter und Sprachen sind sich sehr ähnlich. Beide lügen ausnahmslos und in allem. Meine Mutter sagte, begrab mich nicht hier, begrab mich dort, wo der Firnis der Zivilisation abblättert. Spuck meine Sprache aus, gib mir die Milch zurück. Die Sprache als Mechanik des Denkens. In vielen Sprachen ist die Erstsprache, die wir durch die Nachahmung ohne Unterricht im frühkindlichen Alter von unserem engsten Umfeld erlernen, als Muttersprache bezeichnet. Bei Farrokhzad erhebt die Mutter Anspruch nun auf ihre Sprache, will sie dem Kind verwehren, will sie zurückhaben. Denn die Sprache des Kindes ist in der Ferne verfälscht und unwahr geworden. Mit dieser falschen Sprache verrät das Kind die Mutter und die erste Sprache. Sprich die Sprache, die es wert ist, mich zu verraten, sagt die Mutter. Sprich die Sprache, die dein Brot bezahlt, rät der Vater an anderer Stelle. Mein Bruder sagte, ich möchte eines Tages in einem Land sterben, in dem die Menschen meinen Namen aussprechen können. Zwischen diesen unterschiedlichen Erwartungen, Wünschen und Ratschlägen befindet sich ein Subjekt, das seine Sprache nutzt, um dieser Spannung einen Echoraum zu geben. Die Stimmen der Familienmitglieder hallen nach, sind der Beginn für ein Schreiben. Der Klang dieser Komposition ist von Verletzungen, Zweifeln, unerfüllten Wünschen und Erwartungen, von gut gemeinten Ratschlägen und von Wut geprägt. Das Überschreiten einer Grenze wird darin ausgedrückt. Erinnerungen an eine Revolution in einem Land, wo die Minze wächst entlang der Bäche, wo dann ein Krieg ausgebrochen ist.
Es lässt sich annehmen, dass Iran damit gemeint ist. Doch die Aussparung des Eindeutigen macht den Text von Farrokhzad neben seinen spezifischen Referenzen an Migrationserfahrung auch universell lesbar. Vielleicht hätte diese Stimmencollage auch noch um Stimmen aus anderen gesellschaftlichen Sphären ergänzt werden können. Um Stimmen von Mitschülern, Kolleginnen, um Stimmen aus Politik oder auch aus Medien. Doch wiederum lässt der Text, der mittlerweile in 13 Sprachen übersetzt ist, rein optisch sehr viel Raum zwischen den Stimmfragmenten. Die Stimmen sind mit weißer Schrift auf schwarze Felder gesetzt, die großzügig über die weißen Seiten verstreut liegen. Viel Platz dazwischen ist noch leer, um gefüllt zu werden. Etwas an der Mutterbeschuldigung in Athena Farrokhzads Gedicht blockiert mich. Die Schlussverse lauten: Stell dir vor, dass ich an diesen Brüsten saugte. Stell dir vor, dass sie ihre Barbarei in meinen Mund stopfte. Bei der aufdringlichen Aufforderung, stell dir vor, antworte ich als Leserin: Nein, stelle ich mir nicht vor. Aus den davor beschriebenen Situationen im Gedicht lässt sich für mich keine Barbarei vorstellen. Nach unserem Seminar fragt mich Magnus William Olsson: Welchen Einwand hast du genau gegen das Gedicht? Ist es ein poetischer oder ein moralischer Einwand? Darf eine Mutter deiner Auffassung nach in einem Gedicht nicht beschuldigt werden? Ich betrachte das Gedicht näher und dabei auch mich selbst. Ja, mich stören grundsätzlich Mutteraufrufe in der Lyrik. Ich erinnere mich an eine ägyptische Dichterin, Reda Khalifa. Ihr lyrisches Ich ruft »O Mutter« in ganz vielen Gedichten. So bin ich irgendwann zu dem Entschluss gekommen, bei dem nächsten »O Mutter« höre ich auf, sie zu lesen. Ich frage mich, können es persönliche Einwände sein? Selbstverständlich bietet die Auseinandersetzung mit der Herkunft einen reichhaltigen Stoff für die Literatur an. Aber alle Probleme der Ankunft sind in dem Gedicht alleine auf die Mutter übertragen und reduziert. Meine Familie ist mit einer marxistischen Weltanschauung hierher gekommen. Meine Mutter hat sofort das Haus mit Weihnachtsmännern vollgestellt. Eine Mutter beeinflusst stark das Erwachsenwerden, das Körper- und Selbstbild einer Tochter, wie hier in einem anderen Gedicht von Farrokhzad. Mein Vater sagte, deine Mutter war überall in deinem Gesicht, kämmte frenetisch die Locken glatt. Das kann ich nur bestätigen, und zwar mit einer Anekdote, die wahrscheinlich den formalen Rahmen einer Lyrikkritik sprengt. Aber in der letzten Werkstatt sind wir zu relativ unkonventionellen Ideen über Kritik gekommen. Zur Anekdote. Früher ging meine Mama immer mit mir shoppen, natürlich mit genauen Anweisungen von Papa. Hier in Deutschland, neu angekommen, bat ich einmal als erwachsene Frau über 30 die Verkäuferin in der Abteilung für Unterwäsche um ein bestimmtes BH-Modell. Sie antwortete verwundert: Darf ich fragen, warum dieses Modell? Und ich sagte irritiert: Es verdeckt, versteckt, verkleinert. Und sie: Aber das ist unsere Kollektion für Großmütter. Sind Sie sicher? Da habe ich auch gedacht: Mama, Mama, was hast du mir denn erzählt? Also ja, es ist verständlich, dass gerade in einer Migrationsgeschichte eine Tochter, die Mutter, zur Rechenschaft gezogen wird. Aber die zentralen Fragen für mich sind: Mit welcher Herangehensweise? Ist der Text gut gestaltet? Warum kommt die Mutter nicht zur Rede, während nur die einseitige Perspektive der Tochter wiedergegeben wird? Ist das überhaupt von einem Gedicht zu erwarten oder ist Vielstimmigkeit eher ein Anspruch an eine längere Textform? Ein näherer Blick auf das Gedicht. Vielleicht wäre es die Übersetzung, die mir den Zugang zum Gedicht erschwert. Da ich dem Schwedischen nicht mächtig bin, nehme ich die englische Übersetzung zum Vergleich. Anstelle von »stell dir vor« steht im Englischen »to think that«, »zu denken das«.
Das ist schon mal eine mildere Form, eine subjektive Vorstellung, die nicht übergriffig wirkt. In einer zweiten deutschen Übersetzung, die in der Anthologie Grand Tour erschienen ist, wird die Imperativform »Stell dir vor« beibehalten. Aber die Übersetzerin Clara Sondermann übersetzte auch den Rest der Gedichte von Athena Farrokhzad, die noch im gleichen Jahr wie die Anthologie 2019 in dem Band Bleiweiß erschienen sind. Und es zeigt sich heraus, es handelt sich um ein Langgedicht. Das Gedicht, das in der Anthologie veröffentlicht ist, ist nur ein Auszug, der Anfang davon. Interessant ist, in dem Band wird die Imperativform in den letzten zwei Versen endlich geändert. Es heißt jetzt, sich vorzustellen, dass ich an diesem Brüsten gesogen habe, sich vorzustellen, dass sie mir ihre Barbarei in den Mund gestopft hat. Eine Gedichtinterpretation variiert nicht nur mit jeder neuen Wortwahl, sondern auch mit jeder neuen Publikationsform, die das Gedicht anders kontextualisiert. Dass das Gedicht ein Auszug aus einem Langgedicht ist, hätte in den Nebentexten der Anthologie erwähnt werden sollen. In dem Langgedicht kommen tatsächlich andere Familienmitglieder zur Rede. Gerade dafür wird der Band von der Übersetzerin gelobt. Einen Einwand habe ich doch. Clara Sondermann sagt, dass die Erzählerin Widerstand leistet, indem sie sich der Rede entzieht. Und ich muss ihr widersprechen. Denn erstens ist ein Ich, das Aussagen der anderen auswählt, ordnet und wiedergibt, kein Ich, das sich der Rede entzieht. Es formt die gesamte Rede. Zweitens ist das Ich gleich auf der ersten Seite präsent. Sich vorzustellen, dass ich an diesen Brüsten gesogen habe, sich vorzustellen, dass sie mir ihre Barbarei in den Mund gestopft hat. Und drittens, das Ich ist in allen Possessivartikeln, mein Vater, meine Mutter, meine Großmutter, mein Bruder, präsent. Und das Gedicht hört sich gerade deshalb an einigen Stellen wie ein monotoner Jammer an. Die Anapher funktioniert dann doch, wenn über die Gegenüberstellung der Aussagen in dem Gedicht reflektiert wird. Wie in »Mein Vater sagte, wessen Vater beschreibst du hier?« »Meine Mutter sagte, wessen Mutter beschreibst du hier?« »Mein Bruder sagte, auf wessen Bruder spielst du an?« »Meine Großmutter sagte, schneide Gemüse oder es gibt kein Essen.« Außerdem ergibt sich eine Verlangsamung in dem Leserhythmus in den letzten vier Seiten durch die Kürzung der Verse und der Verwendung von Metaphern, was dem Gedicht doch ein gelungenes Ende gibt. Vielstimmigkeit kann aber auch anders dargestellt werden, als mit einer schlichten Anordnung von Aussagen, zum Beispiel in dem autobiografischen Roman »Du springst, ich falle« von Maria Majidi. Da Athena Farrokhzad ihren Band als Gedicht- und Geschichtserzählung bezeichnet und Maria Majidi in ihrem Roman stark mit Verdichtungsmechanismen arbeitet und Gedichte in den Roman einbettet, lassen sich beide Bücher für mich auf gemeinsame stilistische Merkmale vergleichen. Obwohl »Du springst, ich falle« ein Roman ist, finde ich ihn poetischer gestaltet als Farrokhzads Langgedicht- und Geschichtserzählung »Bleiweiß«. Die vier Wörter im Titel »Du springst, ich falle« verdichten eine lange Herkunftsgeschichte. Die Mutter ist im Iran auf der Flucht vom Fenster gesprungen, während sie mit Mariam schwanger ist. In der Aussage steckt teilweise eine Beschuldigung, aber sie ist als Konsequenz formuliert und die Aussage lässt auch die andere Perspektive zu. Zwar ein Sprung, während dem die Tochter im Bauch der Mutter herumwirbelt, und auch im Leben danach sich nach der Ankunft verirrt fühlt, aber auch der Sprung als Sprung in die Freiheit für Mutter und Tochter, zumindest die Absicht davon. Die Vielstimmigkeit kommt sowohl in den Prosateilen als auch in den Gedichten im Roman zum Ausdruck. Es waren einmal ein Vater, eine Mutter und eine Tochter. Der Vater hatte den Umriss eines Schattens, der über Wände huscht. Die Mutter, das Gesicht verborgen, trug ein langes Kleid, das über den Boden schleifte. Die Tochter, federleicht, hing mit den Füßen in der Luft. Die drei hüteten ein Geheimnis in der hohlen Hand. In ihren Handflächen stand ein Wort hineingeritzt, Exil. Die Tochter besaß kein Spielzeug mehr.
Es heißt, sie hätte es gegen die Buchstaben des Alphabets eingetauscht. Die Mutter besaß kein Lächeln mehr. Es heißt, sie hätte es gegen eine Handvoll Erinnerungen eingetauscht. Der Vater besaß keine Jugend mehr. Es heißt, er hätte sie gegen ein paar Münzen eingetauscht. Und ganz allmählich wurden sie alle drei zu Fremden. So, liebe Freunde der gepflegten Lyrikunterhaltungen und Fans von Lyrikbesprechungen in der Nacht. Ich möchte heute etwas anders an die Sache herangehen. Nämlich, wir hatten eine Zoom-Session mit unserem Dozenten oder Lecturer, Referenten Magnus William Olsen, ein schwedischer Lyriker. Und er vertritt in seinem Essay eine Position der Art, dass man der Lyrik neu begegnen sollte, nämlich nicht in der Abstraktion der Philosophie und getrennt von dem Werk, sondern wirklich versuchen sollte zu erfassen, was natürlich ein Ding der Unmöglichkeit sein könnte in der Theorie, was wirklich die Essenz dieser Gedichte, die ein Dichter verfasst, ausmacht. Also das, was ein Gedicht ist, hätte sein können, was es nicht ist, und sozusagen die Totalität, die Dialektik des Gedichts. Und dazu schlägt er auch Verfahren vor, zum Beispiel, dass man sich interdisziplinäre Rezensionen bedient, sei es Tanz, Musik, andere Kunstformen und mehr Zugang über eine intuitive Ebene. Und das möchte ich heute auch probieren. Ich habe jetzt zwar keine Möglichkeiten, zum Beispiel, oder nicht die Befähigung und Motivation, irgendwie herumzutanzen, um Lyrik zu rezensieren. Aber ich werde einfach aus diesem Buch lesen. Und ich bin genauso unwissend wie meine Leser sozusagen. Und wir werden einfach zusammen versuchen, auf das Buch einzugehen. Das erste Buch, das ich besprechen will, ist von Sherko Bekkers und heißt Geheimnisse der Nacht flüchten. Geheimnisse der Nacht flüchten von Sherko Bekkers wird aus dem Kurdischen ins Deutsche übersetzt, denn er ist ein kurdischer Dichter, der Exil gesucht hatte und gefunden in Schweden und nach dem Exil aber wieder dann zurückgekehrt ist, als sich im Norden Iraks die unabhängige kurdische Republik gegründet hat. Und Sherko Bekkers hat die kurdische Lyrik-Tradition reformiert, indem er sie zum Beispiel vom Reim gelöst hat und ein neues Prinzip, das übersetzt Vision heißt, eingeführt hat. Genau. Und wir fangen einfach mal an. Geduld. O, meine traurige Frau, lass deine Geduld wie deine nussbraunen Haare wachsen. Nimm auch die Armut in dein Herz und deinen Schoß auf, wie unsere vier Kinder. Ich weiß, wie dunkel die Nacht ist. Öffne der Verzweiflung die Türe nicht. Sprich nie mit Tränen. Möge der Schmerz ein harter Fels sein, ihr aber jene fünf schönen Blumen, die auf seinem Gipfel blühen. Hier ist ein Element, das man oft in kurdischen Gedichten und Liedern hat. Ein trauriges, von sozusagen Hüsün gefülltes Sentiment. Meine traurige Frau, nimm auch die Armut, die in dein Herz und deinen Schoß fällt, auf wie unsere vier Kinder. Ich weiß, wie dunkel die Nacht ist, öffne der Verzweiflung die Türe nicht, sprich nie mit Tränen. Und das hat natürlich viel mit der Geschichte der Kurden zu tun, die eben oftmals durch Unterdrückung und durch Zwiesatz und Verrat geprägt ist und Unterdrückung, Armut, Rebellion. Und das merkt man halt in dieser Poetologie. Brennen. Auf den Stufen der Angst ist die Dunkelheit wie ein Dieb in meine Seele hinabgestiegen. Die Bilder sind klar. Die Bilder sind sehr rein, sehr einfach, auf den ersten Blick unmittelbar, aber zugleich losgelöst von allem, was unnötig ist und dadurch sehr einprägsam und
intuitiv wuchtig. Als sie bei meinem Herzen ankam, wollte sie ihre Hand danach ausstrecken. Plötzlich habe ich deine Liebe angezündet und ihr die Dunkelheit und die Angst verbrannt. Das ist das, was als Vision, als sozusagen das kurdische Wort, das übersetzt wird als Vision, was als Vision bezeichnet ist. Am Ende der Gedichte von Şerko Bekas kommt oftmals ein Moment, wo plötzlich sowas wie eine Art Pointe kommt. Hier zum Beispiel, plötzlich habe ich deine Liebe angezündet und in ihr die Dunkelheit und die Angst verbrannt, was ein unerwarteter Moment ist und sich sehr vom Teil, vom Korpus des übrigen Gedichtes absetzt. Wie viele Kurden hat Şerko Bekas in Schweden Zuflucht gefunden? Aber es war immer eine Sehnsucht nach der Heimat da und am Ende ist Şerko Bekas wieder ins irakische Kurdistan zurückgereist. Und er ist der Sohn eines sehr großen kurdischen Dichters. Und ich empfehle dieses Buch sehr, Geheimnisse der Nachtpflücken. Darüber hinaus will ich auf Athena Farrokhzad eingehen. Ist eine aus dem Iran stammende Dichterin, die auch in Schweden Zuflucht gefunden hat. Die Gedichte heißen Bleiweiß und wurden aus dem Schwedischen von Clara Sondermann übersetzt und sind im Cookbooks Verlag erschienen. Ersteres Buch ist im Unionsverlag erschienen. Und bei Athena Farrokhzad hat man auch eine ähnliche Herangehensweise. Bei ihr sind es auch eher die Auslassungen und das, was nicht gesagt wird, was die Gedichte prägt. Meine Mutter sagte, es scheint, als sei dir nie aufgefallen, dass die Zivilisation von deinem Namen abstammt. Meine Mutter sagte, die Dunkelheit in meinem Bauch ist die einzige Dunkelheit, die du beherrschst. Man hat eine alles beherrschende, dominante, dem Kind gegenüber negativ eingestellte Mutter und es entfaltet sich bei ihr eine Kakophonie oder Polyphonie der Stimmen. Da ist die Mutter, die etwas will und eine bestimmte Sicht auf das Mädchen hat, der Vater, der eine bestimmte Sicht auf die Dinge und auf das Mädchen hat und dann als sozusagen befreiendes Element und jemand, der das Kind, das hier diese Sachen sozusagen statuiert, dass dieses Kind wirklich lieb hat und es so anerkennt, wie es ist in der Freiheit. Das merkt man wieder hier. Meine Mutter sagte, du bist eine Träumerin dazu geboren, gerade Augen zu verdrehen. Meine Mutter sagte, wären die Umstände in deinen Augen mildernd, würdest du mich glimpflicher davonkommen lassen. Also eine Mutter, die das Kind beschuldigt und fast schon borderline-artig sozusagen ihr Vorwürfe macht. Und das hat die Autorin Athena Farrokhzad sehr, sehr gut dargestellt. Eben durch diese Reduktion, durch die Wiederholung und dadurch, dass es auch dialogisch ausgestaltet wird, also wie man es hier sehen kann, sind das fast wie, als ob die Gedichte zueinander sprechen würden. Und der Vater zum Beispiel, mein Vater sagte, du hast einen Hang zur Metaphysik, dabei habe ich dich in die Grundzüge der Produktion eingewiesen, kaum dass du alle Milchzähne hattest. Meine Mutter sagt, dein Vater lebt für den jüngsten Tag, deine Mutter auch. Doch sie wurde zu anderen Wünschen genötigt. Die Mutter sieht sich als Opfer und das Kind sozusagen als Erweiterung ihrer Opferhaltung. Und der Vater ist in seiner ideologischen Blase verloren und ist in einer Art Abstraktion abgewandt von den Sorgen des Kindes. Kommen wir zur Großmutter, die erst relativ spät auch erscheint. Meine Großmutter sagte, schneide Gemüse oder es gibt kein Essen. Also eine sehr konkrete und in der Realität verharrende Frau. Meine Großmutter sagte, kleine Rotzschnute, du komm her, ich nehme deine Maße und stricke dir einen Pullover. Also da hat man dieses Liebevolle. Meine Großmutter sagte, deine Mutter kommt von der aufgehenden Sonne. Sie wurde nach einer Knospe benannt, als sie im Frühling zur Welt kam. Deine Mutter gab dir den Namen einer Kriegerin, um dich für den Winter zu rüsten. Die Großmutter sieht das Ganze positiv. Sie ist Optimistin. Sie ist wie eine strahlende Sonne in der Erzählung dieses Mädchens. Athena Farrokhzad exzelliert darin, diese ganzen Familienstrukturen durch eben die Stille und das Schweigen und diese dialogischen Symphonien auszudrücken, die in kleinen, wie gesagt, reduzierten, aber zugleich sehr präzisen Ausgestaltungen sich entfalten und sehr gut ankommen beim Leser und ich hoffe auch bei Ihnen als Zuhörer. Darum kann ich beide dieser Autorinnen, die in Schweden Zuflucht gefunden hatten und damit auch ein Teil der schwedischen Literatur, Gegenwartslyrik ausmachen,
nur empfehlen. Das wird Ihnen auch einen Blick abseits des, des gängigen und dominierenden im Lyrikbetrieb mitgeben und ist, wie gesagt, beide Bücher sind äußerst empfehlenswert. Ich empfehle beide Bücher und bedanke mich. Mein Bruder sagte, das Vergangene ist ein Übergriff, der niemals aufhört. Und wenn man sich aufmacht, ihm entgegenkommt, lässt sich der Übergriff dann vielleicht begreifen? Bleiweiß heißt der Band mit dem gleichnamigen Langgedicht Athena Farrokhzads, Vit Svit auf Schwedisch. Vit bedeutet weiß, Svit kann Folge im Sinne von Konsequenz meinen. Clara Sondermann hat mit Bleiweiß sowohl den Gleichklang wie Zwiet als auch die Bedrohlichkeit der Farbe übersetzt. Das Ich in diesem Gedicht, das niemals explizit von sich spricht, sondern andere sprechen lässt, Vater, Mutter, Bruder, Großmutter und Onkel, blickt zurück auf ein Land, in dem es Minze gab und Kugeln, Peitschenhiebe, Krieg. Wenn du von einem Ort kommst, ist er unumgänglich, heißt es an einer Stelle im Band. Doch auch die Erinnerung braucht einen Ort, vielleicht ein Gedicht. Die Frage ist, wer hält sich dort auf und wer wird aufgehalten, wird sprachlos in einem Gedicht über Sprache. Der Band setzt an mit einer Ankunft und bricht in einer Art parataktischem Chor auf in Gemeinplätze der Familie, des Krieges, der Migration, allerdings nur, um sie zu verlassen durch das, was zur Sprache kommt. Meine Großmutter sagte, mein Vater sagte, mein Bruder sagte, meine Mutter sagte, heißt es wieder und wieder. Sie bleiben ohne Namen und stehen doch neben ihrer eigenen Anonymität, neben ihren Rollen im Familienverbund. Nicht, weil das, was sie sagen, unwahrscheinlich ist. Der Vater redet vom Krieg, die Großmutter vom Gemüse, sondern weil die poetische Gestaltung ihrer Stimmen diese spürbar, nahbar macht. »Du wirst alles vergessen«, sagt der Onkel einmal, »außer der Erinnerung daran, dass du dich für immer erinnerst. Ich erinnere mich daran, dass die Soldaten vor dem Krieg mit meinen Zähnen kauten«, der Agitator schrie aus meiner Kehle. Angenommen, Erinnerung hat etwas mit Rückkehr zu tun. Müssten wir dann, wenn wir erinnern, nicht alles andersherum aus entgegengesetzter Blickrichtung wahrnehmen? Wenn ich zurückkomme, mich zurückdenke, sieht alles anders aus. Die collagenartig angeordneten Verse Farrokhzads könnten auf den ersten Blick Ausschnitte einer Textlandschaft sein, aus der jemand Sätze herausgelöst hat wie Bilder aus einer vergangenen Gegenwart. Vielleicht erinnern mich die versammelten Stimmen deshalb an Fotografien, die mechanisch wiederholen, was sich existenziell nie mehr wird wiederholen können. Doch wie gelangt man zu einem Bild zurück, das heißt zu etwas, das stillsteht, immer stillhalten wird? Und wie verstellt sich die Stimme derjenigen, derer gedacht wird? Als ich Bleiweiß zum ersten Mal lese, kommt mir ein anderer Text in den Sinn. Wir sind golden, wir sind aus Blut, ein Familienalbum von Nancy Hünger. Text und Bild, Bilder, die sich im Prozess der Auflösung befinden, stehen dort nebeneinander. Wie dieser Band gleicht auch Bleiweiß nicht im geringsten einem klassischen Familienalbum. Und doch gibt es einen Zusammenhang, eine Beziehung zwischen den Sätzen. Auffällig ist, und auch das erinnert mich an Nancy Hüngers Band, dass die Familie als völlig arbiträres, wenngleich nicht minder prägendes Gebilde auf die Bühne tritt. Der Vater, spricht er für die Väter? Die Mutter für die Mütter?
Zumindest finden sie nur zueinander, indem sich ihre Stimmen vermischen, zu einer Art dritten Körper werden, dessen Teile vereinzelt, einsam, wenn auch stark aufeinander abgestimmt sind, ein entferntes Gespräch. Mein Vater sagte, sprich die Sprache, die dein Brot bezahlt. Meine Großmutter sagte, sprich die Sprache, die Abstand hält zu dem, was in Worten geschehen ist. Mein Bruder sagte, sprich die Sprache, die Maschinen zum Leben erweckt. Meine Mutter sagte, sprich die Sprache, die es wert ist, mich zu verraten. Wie privat, wie kollektiv sind die Erinnerungen in diesem Band. Es gibt einen Krieg, sagt der Vater, der sich in den Eingeweiden abspielt, eine Schlacht, die auf ewig weitergeht wegen eines Zeichens, an das sich niemand erinnert. Das heißt, was nicht erinnert wird, setzt sich selbstständig fort, zersetzt, auf eigene Weise, Eingeweide, Familien. Die Sprache dient hier auch als Mittel, sich aus der Geschichte herauszudenken, herauszuerinnern, sich aus etwas herauserinnern. Eine merkwürdige Idee, suggeriert doch das Wort Erinnerung selbst, man würde sich, wenn man erinnert, bloß aufs Neue einschreiben, in ein inneres Damals. Farrukhzads Gedicht spricht also für und mit den Stimmen der anderen. Vielleicht entlang der Anweisung des Vaters, seiner gesichtslosen Sehnsucht Sprache zu geben, vielleicht entlang einer anderen. Erinnerungen gedeihen in der Erde, wie bescheidenes Unkraut. Wie lange müssen wir unsere Spur graben, um die klagenden Wurzeln abzuhören? Fragt der Bruder an einer Stelle. Die Sprache der anderen im Gedicht sprechen zu lassen, heißt, sie bereits verwirrt und entwirrt, ausgegraben zu haben. Das Gedicht, das aus nichts besteht als aus vermeintlichen Zitaten, bricht also auf im zweifachen Sinne. Aufbruch eines ansonsten geschlossenen Sprachverbunds, Aufbruch in die Erinnerung, um qua Distanzierung aus diesem Verbund sich und die Leserin, mich, diesem erneut anzunähern. Bleiweiß, ein seit der Antike verwendetes Weißpigment, trocknet schnell, ist giftig und kann sich mit der Zeit grau bzw. schwarz verfärben. Weiß ist die Mehrheitsbevölkerung des Landes, in das die Familie, von der hier die Sprache ist, zieht. Sind auch die Seiten des Buches. Weiß ist das Blatt, auf dem noch nichts steht. Das noch nicht Geschriebene ist weiß. In der Ausgabe von Cookbooks ist jedoch auch das Geschriebene, das schon erinnerte Weiß, Bleiweiß. Wäre es der Zeit ungeschützt ausgesetzt, würde es sich womöglich mit dem Hintergrund verbinden, das heißt unlesbar werden. Die in Farrukhzads Gedicht aufgehobene Erinnerung erscheint somit als ihrerseits von Abnutzung, von Unlesbarkeit bedroht. Wenn sie einmal verschwunden sein mag, bleibt ihr bloß erneut erinnert, das heißt verzerrt, erneut erzählt zu werden. Möge sie also vorher von möglichst vielen aufmerksamen Leserinnen wahrgenommen worden sein. Dass hier eine Frau spricht, wie sie im Buch stehen könnte, in einem Buch herumstehen könnte, wie sie ein Buch durch oder davon abstehen könnte, dass hier eine Frau steht und zu einer anderen Frau sagt, setz deinen behaarten Hintern aufs Sofa, wir müssen reden. Oder dass ich mich mit N traf, um diese Texte zu lesen und darüber zu reden und dass wir nicht begannen, über sie zu reden, sondern uns sie einfach vorlasen und lachten. Dass ich zunächst dachte, dass sich zu diesen Texten nichts sagen, nur zu ihnen lachen ließe, dass ich auf sie nicht zugreifen ließe mit einem zuvor bereitgelegten Werkzeug, dass ich zunächst dachte,
Diese Texte legen sich über die Realität wie ein grobmaschig gestrickter Schal. Dass sich das titelgebende Größenverhältnis zunächst als absolut verkauft und erst später ausdehnt, denn ein ausgewachsener, unbefruchteter Uterus ist tatsächlich 7 bis 10 Zentimeter lang und 1,5 bis 3 Zentimeter dick, also etwa so groß wie eine Faust, die ja auch in ihm produziert werden könnte. Eingefallen im Zusammenhang mit dem letzten Workshop ist mir dieser Band aber aufgrund eines Abschnittes in dem Eingangsvortrag von Magnus William Olsen, in dem, vereinfacht zusammengefasst, einer kritischen Tradition, die von dem Glauben an die Unterscheidbarkeit und Aussprechbarkeit aller Dinge lebt, das Konzept einer künstlerischen oder auch performativen Kritik entgegengestellt wurde, eines interpretierenden Erkenntnisschaffens, das Subjekt und Gegenstand der Kritik in einem dynamischen, aufeinander einwirkenden Prozess begreift und etwa im Musizieren, Tanzen oder Übersetzen vollzogen werden könnte. Der Konflikt zwischen diesen beiden Kritikformen, der sich ja theoriegeschichtlich verorten ließe, ist vielleicht auch deswegen in Olsens Worten noch immer offen und häufig akut und kann vor allem auf der Metaebene nicht gelöst werden, weil auf der einen Seite ein gewisses Misstrauen gegenüber dem Vagen und Unbestimmbaren, auf der anderen Seite eine Forderung nach bestimmten Aufmerksamkeitsformen ungeachtet der Gegenstände und Medien der Erkenntnis steht. Aber darauf will ich hier nicht weiter eingehen. Stattdessen möchte ich den Band »Der Uterus ist groß wie eine Faust« von Angelica Freitas aus dem brasilianischen Portugiesisch übersetzt und mit Fußnoten versehen von Odile Kennel als einen Band vorstellen, der das Konzept einer performativen Kritik, wie es Olsen vorschweben könnte, auf eine von unzähligen möglichen Weisen umsetzt. Es war einmal eine Frau, die wollte über Gender reden. Es war einmal eine weitere Frau, die wollte über Kollektive reden. Und noch eine Frau, die war Expertin für Deklinationen. Gemeinsam sind wir stark, also schlossen sich die drei zusammen und gründeten die Arbeitsgruppe Celso Pedro Lufci. Freitas spricht, als fühle sie sich so sicher gebunden, dass es ihr leicht fällt, Allianzen aufzukündigen. Und vielleicht liegt die entlarvende Genauigkeit ihres Sprechens auch darin, dass der Versuch, Manifestation und Konstruktion von Realität analytisch auseinanderzuhalten, nicht unternommen wird. Stattdessen ein zunächst als unbekümmert erscheinendes Changieren zwischen dem, was ist und dem, wie es gesehen wird. In einen Uterus passt ein ganzer Lehrstuhl. Passten mal alle Ärzte und das ist nicht wenig. Passten Bänke, Hostien, Kruzifixe und Pater mit welkem Schwanz. Immer wieder lösen sich aus scheinbar deskriptiven Passagen performative Sprechakte. Eine saubere Frau. Schnell, schnell, eine saubere Frau. Die Gedichte, zusammengehalten von der Mission, die Frau als eine Konstruktion zu entlarven und vielleicht auch von der Freude an einer beinahe hinterlistigen Art, Konventionen zu unterlaufen, funktionieren alle nach ihrem eigenen Bauplan, sind mal gänzlich gereimt, mal gänzlich ungereimt, mal die Mitschrift von automatischen Suchvorschlägen bei Google. Das und wie die Übersetzerin Odile Kennel diesen Einfalls- und Formenreichtum in eine andere Sprache hinüberrettet, hat mich beeindruckt. Entweder ich nenne alles Übersetzung, ein schönes Wort, erinnert an zu umschiffende Klippen, an Schwimmübungen, Schiffbruch und Styx. Oder, solange das Bewusstsein dem Sein noch hinterherhinkt und dem aus purem Spieltrieb, Interpretation, schreibt sie selbst in einem Statement auf ihrem Blog. Und so lässt sich anhand des Bandes nachvollziehen, wie sich ein Dialog zwischen Kennel, Freitas und einer Google-Übersetzerin entspinnt. Eine Auseinandersetzung miteinander, die weniger auf programmatische und diskursive Übereinkünfte abzielt, sondern die jeweils einzigartige und eben unübersetzbare Sprach- und Erfahrungswelt ernst nimmt. Auch wenn sie ihnen keine explizite Aufmerksamkeit widmet, deckt die hier an den Tag gelegte Wildheit die Verletzungen und die Verletzbarkeit, die mit dem Konstrukt Frau zusammenhängen, nicht zu, lässt diese vielmehr in einer Weise am Rand der Texte stehen, die die Schonungslosigkeit der Realität erst so richtig entlarvt. Anderntags in deiner namenlosen No-Name-Bettwäsche dein namenloser Schmerz, denn er ist uralt und wie Nescafé kennen ihn alle. Zu dem Modus der Texte, der vielleicht vor allem ein Wagnis ist, passt irgendwie auch die grafische Setzung, die nicht unprätentiöser sein könnte. Passen die fast in den Text hereinragenden Fußnoten und die mal zur einen, mal zur anderen Richtung geöffneten Apostrophe. Die Möglichkeit, sich der Norm zu entwinden, wird bis in die Satzzeichen hinein genutzt. Die Frau ist eine Konstruktion. Die Frau ist eine Konstruktion, das kann nicht anders sein.
Die Frau muss im Grunde ein Wohnkomplex sein, alles ist gleich. Alles gleich verputzt, nur jeweils anders gestrichen. Ich persönlich bin eine Frau mit Backsteinfassade. Bei der Eigentümerversammlung bin ich meist am schlechtesten gekleidet. Ich sage, ich bin Journalistin. Die Frau ist eine Konstruktion mit zu vielen Löchern. Ein einziges Leck. Bild der Frau ist das Ministerium für Abwasserangelegenheiten. Pardon, man spricht nicht von Scheiße in Bild der Frau. Gehen Sie bitte um die Ecke. Es wird hier scharf geschossen. Ja, gehen Sie aber bitte hier hinter die Ecke. Pistolen in den Hof oder andere Waffen. Nehmen Sie die Hände hoch und kommen Sie einzeln heraus. Dann passiert Ihnen Begehren als Unterfangen, das Sicht- und Dunkelfeld global zu erweitern und zu kartografieren. Performance als körperliche, künstlerische, soziale oder terroristische Grenzerfahrung in Ausbeutungs- und Unterdrückungsstrukturen, in ihren Repräsentationen, Skulpturalisierungen, Fortschreibungen, Distributionen und Auslöschungen. Vor dem schier unbeeinflussbaren System die Konsequenz individuellen Scheiterns im Ausnahmezustand. Der Band oszilliert in das Spannungsverhältnis Form und Gewalt. Verdichtete Verkörperung als Form und Verformung, ihr gewaltsames Aufbrechen, Verrätseln, Dekodieren und Zerstören. Performance und künstlerische Verfahren, die sich spiegeln in Alltagspraktiken, in exzeptionelle Gewalt, Krieg, Flucht, ausgerichtet an Gruppierungen, Rebellion, Ordnungsdefinitionen und Besitzdenken. Ausgangsszene dieser lyrischen Recherche ist der mexikanische Immigrant als Autositzskulptur getarnt, um illegal in die USA einzureisen. Die Grenzbeamten sehen Gelächter ausbrechen, als sie ihn entdecken. Aber wer lacht hier auf wessen Kosten? Hier ist die Performance kein Spiel, aus dem man jederzeit aussteigen kann, sondern Einstieg in neuerliche Auswegslosigkeit. Es handelt sich um den Ausgangspunkt von Revolte entlang willkürlicher Grenzregime. Revolte, die in Gewalt und Zerstörung kippt, in Ermüdung und Resignation oder in sadistisch Befreiendes und Entfesselung. Seine analytischen Ansätze verdeutlicht Larson in 4 Kapiteln an Andreas Bader, Ian Curtis, dem Taliban-Anführer Mohammed Omar sowie dem Dichter und Andy Warhol-Mitstreiter John John. Andreas Bader als schillernder, durch Godard und Marlon Brando-Filme geschulter Prototyp einer radikalisierten Existenz als ikonische Medienfigur und revolutionäre Männlichkeitskonstruktion. Das Info, die radikale Prosa der Stammheimbriefe, das Verrohte und zugleich Theatrale dieser RAF-Sprache. Stammheim als idealer Raum, als Theaterbühne. Theoriebildung in der Isolation, getrennt vom Leben draußen. Die Zelle als White Cube, die Körper der Gefangenen als ikonische Skulpturen. In der Zelle die Fortführung des bewaffneten Kampfes, die Weltrevolution ein Phantasma, gegen Moby Dick, gegen das postfaschistische System. Die Kompromisslosigkeit einer Verblendung, die auch eine performative Kraft ausstrahlt. Phantombilder als Theaterplakate. Andreas Bader, der sich den Decknamen Ahab gibt.
der in seiner Rolle bis zum Äußersten geht, seinen Suizid als Hinrichtung inszeniert. But at least he's in a better place, you know? Better than being on this earth. Shit. This place ain't nothing you want to be with. Ain't nothing fun out here. Everything out here ain't nothing but pain, misery, sadness. I mean, I can't even stand to look on these streets. Und weiter. Ian Curtis. Embodiment in Epilepsie, die Einsamkeit der einzigartigen Form, so Larson. Die Revolte des rohen Klangs, sie durchspielen, immer und immer wieder. Die Performance, die Müdigkeit, den Klangbrei, der sich langsam formt und verhärtet. Der Körper erstarrt, kommt zurück, wächst, verliert sich ins Repetitive, bricht aus in den Grand Mal. Die Live-Performance als Dokumentation, als radikale Arbeit an der Skulptur, an der Ikonifizierung, bis jemand aus dem Publikum Heil Hitler ruft. Die Form des Textes, des Songs, der Performance, des menschlichen Körpers, der gegen äußerliche und innerliche Gewalt ankämpft. Utopisches Potenzial durch synthetischen Sound. Wie kann Radikalität alles umschließen, alle mitreißen und um welchen Preis? Und weiter. Ein Gedicht über die Taliban, über das Kraftfeld ihrer Machtübernahme, über ihr Bilderverbotssystem. Larson zitiert Mohammed Omar, der die Zerstörung der Buddha-Statuen im Bamiyal-Tal anordnete. Das menschliche Scheinbild der Skulptur im Widerschein der Sonne. Auch der Mensch als Skulptur gedacht. Hier die verehrte Skulptur, eine gleich weggesprengte Buddha-Statue. Dort die geschundene Kreatur, kurz vor dem Hungertod. Was wiegt mehr? Auf welchen Gehaltslisten stehen die Repräsentanten der Konservatoren-Nationen mit ihren Eigeninteressen? Der Zerfall der Monumente mit ihren nachgezeichneten Gesichtszügen als Prozess, als Symbolwechsel, als erodierender Zeichensatz. Mohammed Omars argumentativer Trick. Wie könnt ihr euch um den Erhalt von Statuen sorgen, während hier Tausende den Hungertod sterben? I feel bad for these people. You know, a lot of these people have just lost their minds being out here. They talk to themselves. I mean, most of them are probably schizophrenic or something. No help out here. Just because they got hit upside the head maybe one too many times. Und weiter. Und weiter. Was passiert, wenn der Beat-Poet John Giorno nach 6 Stunden aus Andy Warhols Stummfilm Sleep erwacht, als überlebender Mythos? Und wenn ein Gespräch unter Überlebenden ansetzt? Das, was vom Schlaf der Literatur übrig bleibt, das voyeuristisch Abgefilmte, Missbrauchte. Die Frage, was zählt, The Golden Age of Poetry oder World of Warcraft oder die Leichen in Afghanistan, die geplünderten Museen in Bagdad und Kabul oder das zweite Leben, der gesichtslose Dialog, wenn ein Schauspieler-Dichter aus Andy Warhols Sleep erwacht. John Giorno's Skulpturalisierung in Sleep. Die weichen, erstarrten Gesichtszüge. Der atmende Brustkorb. An- und Abwesenheit.
die Übergriffigkeit der Kamera, der schlafende Schauspielerdichter dokumentarisch ins Fenster gestellt. Das Verhältnis zwischen genetischem Geschöpf und Skulptur, der eigene Körper, seine Versehrtheit, Vulnerabilität, Wehrlosigkeit im Schlaf, der eigene Körper, der am Ende verloren geht, der geborstene Körper, die gesprengten Buddha-Statuen, Andreas Bader, der sich erschießt, Ian Curtis, der sich erhängt, der Immigrantensohn John Jordan, der in Warhol's Factory erwacht und weiter Gedichte schreibt. Auch hier die fließenden Übergänge, wo Larsons collagenartiger Text ein- und ausrastet, je oder gleitend, mal sich Zeit nimmt, variiert, mal den Flow verdichtet, Fahrt aufnimmt und alles verschiebt. Dokumentarische Praxis des Sichtbarmachens, Weglassens, des Ein- und Ausblendens, ein harter und sprunghafter Mix aus Collage, Dokumentation, lyrischen Abschweifungen und offengelegter Recherche mit Quellenangaben. Interviewpassagen, die in Loops zerlegt, die Aussagen des Interviewten ins Leere führen. Larsons lyrisches Diskursroulette nachzuvollziehen, fällt nicht leicht. Seine Positionierungen zu Terrorismus, zu Gewalt und Zerstörung von Kunstwerken entziehen sich den üblichen Eindeutigkeiten, stellen sich gegen das Bündnis der Kritiker, so Larson. Seine Lyrik ist selbst performativ. Cut-Up-Traktat in all ihrer sich selbst zerstückelnden Komplexität, die sehr hohen Rekonstruktionsaufwand abverlangt. Im Gegen und für den Ausnahmezustand zugleich. Sich vom System befreien, über das eigene Ego, über den eigenen Körper hinaus. So das Kalkül. Ihr habt einen harten Weg schon hinter euch. Wir haben ein bisschen Wasser und Kaffee und Tee da. Wenn ihr möchtet, könnt ihr einfach auf den Platz kommen und euch stärken für eure traurige Aufgabe. Ida Börjel. Einleitende Bestimmungen. Paragraph 4. Aus dem Schwedischen von Paul Berf. Paragraph 4d. Der Käufer weiß, dass es ein Blendwerk ist. Das ist es, was er sich ersehnt, nicht das Leben wirklicher zu machen, sondern es weniger wirklich zu machen. Der Traum, das Fantastische, Rosen. Paragraph 4e. Der Käufer strebt nicht nach Wahrheit, sondern nach etwas, das funktioniert. Der erste Absatz gilt nicht, wenn das Gegenteil gilt. Paragraph 4f. Es ist für den Verkäufer schwer zu wissen, wie der Käufer denkt. IKEA Lurik. Und wer wird am Bällchenbecken sehnsüchtig erwartet? Der Heiland. Kaum gestartet, blieb er zwischen Elchen stecken. Der Wald. Katalogtext und Ausstellungshinweis. Der Wald im schweren Grün seiner Innenausstattung und still wie ein Jäger, ehe er abdrückt, ist mir entschieden zuvor militärisch.
Überall stand der Soldat im roten Kleid, der die Verlade hob. Der Boden mit dem See und dann mit jeder der Amsel hart aus einem Hinterhalt in der Schonung gebeten. Hier draußen herrscht Echtzeit, Geliebte, bis zur Zecke im Haarteil, alles im Schlachtstand. Das schmutzige Holz, eben noch Stamm mit beschnittener Rinde, aus der gelbes Blut in den Harztopf tröpfelt, dort bereits eine Kindersitzgruppe, ein Doppelstockbett oder Schreibtisch. Sehr überzeugend, dieser Anblick künftiger Gebrauchsgegenstände. Am Ende landet das alles, ob es kneift oder stachelt, im neuen IKEA-Katalog. Nichts zu machen, ihr pissenden Ungeheuer, wir dampfen euch ein. IKEA-Katalog von Jürgen Miedl. Wir so nach sollten Ganzheit streben, nicht wohnen mehr bloß, sondern leben, dass wir nie eh dir glaubten, weil ja doch ein gewöhnlich fehlt Teil. Leander Sukow über die Reaktionen auf das Gedicht »Was gesagt werden muss« von Günter Grass. So also kommt ihr an das Innere von Gedichten jetzt, mit dem Schraubenzieher. Denn das ist euch ein Gedicht nun. IKEA-Regal, Möbelstück in der Möblierung eurer gutbürgerlichen Wohnung. Es soll aufgebaut werden in der Ruhe der guten Stube. Da schraubt ihr also am Gedicht, bis es zerfällt in seine Einzelteile. Und dann moniert ihr die fehlerhafte Montage. Terrabella. Gedichte gegen das Alltagsgrau. IKEA-Liebe. IKEA heißt vor allen Dingen, wer kann davon kein Liedchen singen, sich selbst die letzten Nerven rauben, beim Möbelbau zum selber schrauben. Ob Billy, Bonde und Konsorten, Gefluche hört man aller Orten. Schmeißt man vor Wut beim Möbel, schmeißt man vor Wut beim Zeug, schmeißt man vor Wut, schmeißt man vor Wut. IKEA. Wir haben die gleichen Lampen, die gleichen Bücherregale, die gleichen Schränke, kaufen die gleichen Bücher, die gleichen Autos, die gleichen Klamotten, haben die gleichen Träume, die gleichen Ängste, die gleichen Leben. Manchmal frage ich mich, wer ich bin. www.sommeraufdemdach.de. Keine Ahnung, ob das Liebe ist. Keine Ahnung, ob das Liebe ist. Doch wenn es Liebe ist, dann liebe ich es. Halt jetzt kurz still, hier im Dunkeln, mir brennt sich dein Bild gerade ein. Beweg dich nicht, sonst verschwimmt es, dann könnte das ja jeder sein. Ich weiß, wir sind beide nicht für immer, aber immer, wenn ich an dich denke, denke ich, dass nur ich, aber außer mir auch keiner auf der Welt in dein IKEA-Holzbett passt. Poeng-Sessel von IKEA. 10 Euro Verhandlungsbasis. Ein Kassenschlager-Klassiker. Holz, Stahl, Stoff. Es ist nicht mehr. Hat ein paar Stellen, paar Dellen. Ich muss gestehen,
dass er schon lange besteht. Es ist davon auszugehen, dass er irgendwann vergeht. Noch schwingt er toll und federt locker. Es ist ein Sessel, doch er haut mich vom Hocker. Für einen Dichter. Mit anderen Worten. Mit anderen Worten. Dasselbe sagen. Dasselbe sagen. Immer dasselbe. Stets dasselbe. Mit immer. Mit stets. Denselben Worten. Dasselbe Worten. Etwas ganz. Nichts geheel. Anderes sagen. Oder dasselbe. Auf hetzelfde. Geheel anders. Ganz anders. Vieles nicht Viel sagen. Sagen. Oder mit nichts. Oder mit nichts. Sagen den Worten. Worden. Vieles sagen. Viel sagen. Oder viel Oder sagen. Viel sagend. Schweigen. Der Vlamer René Smeets übersetzt seit 20 Jahren Enzensbergers Werk ins Niederländische. Und diese Übersetzungen dienen nun als Grundlage für seinen ersten Gedichtband. Zu seiner Überraschung wurde diese Gedichtsammlung für den Banning Prize nominiert, einen Lyrikpreis für Debütsammlungen in den Niederlanden und Flandern. Der Titel seiner Sammlung lautet »Alles gestohlen«. Sie ist bemerkenswert klein und passt daher fast unauffällig in die Innentasche einer Jacke. Sowohl der Titel als auch der Umfang lassen vermuten, dass in dieser Sammlung nichts Originelles zu finden ist. Aber sein Epilog verrät, dass er ähnliche Wörter wie stehlen frei verwendet. Übersetzen bezeichnet er zum Beispiel als fremde Gedichte ins Niederländische schmuggeln. Für ihn ist die freie Manipulation von Enzensbergers Gedichten eine Misshandlung. Das Bild, dass alles gestohlen sein soll, bezieht sich also auf Enzensbergers Gedichte als Inspirationsquelle für seine Gedichte, die manchmal sehr ähnlich, manchmal ganz anders sind. Etwas, das für Schriftsteller, einschließlich Enzensberger selbst, nicht ungewöhnlich ist. Vielleicht widerspricht das unserem Gefühl von Kunst, die originell sein sollte. Das war mein eigener Eindruck, als ich diese erste Kollektion von Smeets sah. Dennoch ist Imitatio etwas, das bis zu einem gewissen Grad sogar als notwendig für den Dichter angesehen wird, um sich die Dichtkunst zu eigen zu machen. Der Prozess der Imitatio als eine Schule des Lernens. Laut dem französischen Renaissance-Schriftsteller Jacques Pelletier-Dumont ist die Übersetzung die reinste Form der Imitatio. Für Enzensberger ist das Übersetzen die intensivste Form der Kritik und eine Art kreativer Schreibkurs. Für beide ist es ein notwendiger Teil des Lernprozesses. Bevor er seine erste Sammlung veröffentlichte, übersetzte Enzensberger viele Dichter aus Lateinamerika.
Die Wissenschaftler Charlotte Manin und Klaus Telke erklären, dass die Übersetzung von Pablo Neruda Enzensberger geholfen habe, seine Entscheidungen beim Schreiben politisch engagierter Lyrik weiterzuentwickeln und nicht in die gleiche Falle wie Neruda zu tappen, zu politisch zu werden. Inwiefern ist die Sammlung von René Smets eine Fortführung seiner Übersetzungsarbeit? Inwieweit ist es eine Imitation von Enzensbergers Arbeit? Klar ist, dass die Grundlage von René Smets Gedichten seine eigenen Enzensberger Übersetzungen sind. Die Gedichtsammlung besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil heißt Gedichten für und über Hans Magnus Enzensberger. Es ist eine Ode an seine Arbeit. Und das Thema in diesen Gedichten verschiebt sich von der Welt, wie sie Enzensberger sieht, zu Enzensberger selbst. Als ich aufsah von meinem leeren Blatt, stand der Engel im Zimmer. Ein ganz gemeiner Engel, vermutlich unterste Charge. Toen ik opkeek van mijn lege blad, stond Hans Magnus Enzensberger in mijn kamer. Een heel normale man, net wit pak, dito Panama-hoed. Der zweite Teil heißt Gedichte aller Hans Magnus Enzensberger. Hier stellt sich der Übersetzer neben seinen Meister und nutzt die Vorlagen als Baumaterial für sein eigenes Werk. Unpolitische Vorlieben. Dieses kleine Lächeln der Cellistin nach der Kadenz im zweiten Satz. Obwohl soeben der Sicherheitsrat zusammengetreten ist. Und politische Vorkehren. Das vielbetekenende Lachje von der Violiste nach der Dirigent, kurz nach der Kadenz in der zweiten Teil. Hoewel der in der Haast bijeengekomen VN-Veiligheitsrat sich so pass über die nukleare Dreiging von Iran heeft gebogen. Ein anderes Konzert, eine detaillierte Beschreibung des Falles für den Sicherheitsrat. Hier wird deutlich, dass René Smets die vierzeilige Strophe übernimmt, in der die ersten beiden Zeilen eine Beschreibung einer Alltagsszene ausdrücken und die zweiten beiden eine Hinwendung zum Politischen. Man könnte sagen, dass René Smets die Situationen nur in zeitgenössische überträgt und dass sein Gedicht eine freie Übersetzung von Enzensbergers Gedicht ist. Oder zumindest eine Form der Imitatio. Die Verschärfung kann als eine Form der Emulatio gesehen werden, die Praxis, besser zu werden als der Meister. Doch am Ende bleibt Enzensbergers Gedicht stehen und wird nicht in Frage gestellt, sondern nur aktualisiert. In einem anderen Gedicht verwendet René Smets Enzensbergers Gedicht und wandert das Positive ins Negative. Obwohl die Formatierung und die Redefiguren praktisch gleich bleiben, ist Smets Version ein völlig neues Gedicht. Kraftvoll in seinem eigenen Recht gewinnt es an Wirkung, wenn es in Kombination mit Enzensbergers Gedicht gelesen wird. Optimistisches Liedchen. Hier und da kommt es vor, dass einer um Hilfe schreit. Schon springt ein anderer ins Wasser, vollkommen kostenlos. Noch vor kein Geld. Mitten im dicksten Kapitalismus kommt die schimmernde Feuerwehr um die Ecke und löscht. Te laat. Oder im Hut des Bettlers silbert es plötzlich. Bleibt tagelang leeg. Der Unterschied stellt den Leser vor Fragen. Ist Smets Gedicht eine Übersetzung der 90er Jahre in die heutige Gesellschaft? In diesem Fall deutet es auf einen schnellen Zerfall einer Gesellschaft hin. Oder spiegelt es einen wechselnden Gemütszustand des beobachteten Dichters wider? An einem Tag optimistisch, am nächsten pessimistisch. Oder ist es eine kritische Anmerkung zu Enzensbergers optimistischem Ton? Der Schüler René Smets tritt in ein Gespräch mit seinem Meister. Der Dialog zwischen den beiden Texten erweitert den Blick des Lesers und bringt ihn dazu, selbst Stellung zu beziehen. Am Ende der Sammlung stehen drei Gedichte, die unabhängig von Enzensbergers Gedichten sind und auf keinem von ihnen basieren.
Hier ertönt die eigene Stimme von René Smets. Der Leser wird in seine eigene Erfahrung hineingesogen, eine Erzählung, die sich langsam auf eine Konfrontation zubewegt. In seinem letzten Gedicht »Please don't call the police« heißt es, wir waren wieder einmal mit unserem kleinen Club unterwegs, um einen der größten Seen im Nationalpark Plitvice, Kroatien, zu umrunden. Hinter ihnen hören sie eine große Gruppe von Landstreikern, Mitglieder einer Jugendbewegung auf einem Survival-Trip. Es scheinen Flüchtlinge zu sein. Please don't call the police. In dieser Sammlung sehen wir den Lernprozess eines Dichters, der am Ende zu einer besonderen, fast zärtlichen Stimmung gelangt. Immer noch stark gesellschaftskritisch, aber aus einem selbstkritischen lyrischen Ich heraus. Und nun, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben wir die Freude, ein kurzes Gespräch mit dem nächsten Leiter eines Workshops der Akademie für Lyrikkritik zu sprechen, nämlich Roberto Galaverni. Roberto Galaverni aus Modena ist italienischer Herausgeber, Literatur- und Lyrikkritiker, der vor allem über zeitgenössische italienische Lyrik in Zeitschriften und Tageszeitungen schreibt, etwa wöchentlich für den Corriere della Sera. Er ist Mitarbeiter von Nuovi Argomenti, neuen Themen, alias Il Manifesto und arbeitet für die Literaturprogramme von Radio Tre Rai, also dem öffentlichen italienischen Rundfunk, und Radio Schweiz Italiana. Roberto Galaverni unterrichtet an Universitäten, etwa in Urbino, wo er italienische Dichtung im Master of Contemporary Poetry gelehrt hat, und an der Universität Bologna, wo er zu den Gründungsmitgliedern und Beratern des Zentrums für zeitgenössische Poesie gehört, sowie an kreativen Schreibschulen, an Fortbildungskursen und Literaturseminaren. Er war auch Gastprofessor an der Oxford University und am Londoner University College. Mehrere Bücher zur Dichtung hat Roberto Galaverni verfasst, so etwa Una difesa della poesia, eine Verteidigung der Poesie 2006. Und er hat mehrere Anthologien mit moderner und zeitgenössischer italienischer Dichtung herausgegeben, auch in Übersetzung, unter anderem mit Theresia Prama, die dieses kurze Interview dolmetschen wird, wofür ich sehr herzlich danke. Benvenuto, willkommen, lieber Roberto, liebe Theresia. Roberto, wie und wo wird heute Gegenwartspoesie in Italien kritisch diskutiert? So, welche Öffentlichkeiten gibt es dafür? Dove e come oggi viene discussa la poesia contemporanea in Italia e quali sono, qual è il pubblico, quali sono gli spazi per questa cosa? Sì, le persone che scrivono poesia in Italia sono tantissime, sembra quasi una mania, e decine di migliaia sono le persone che pubblicano. Molto più, quindi il ridotto è il numero delle persone che di poesia scrivono, riflettono e se ne occupano, anche se ovviamente non mancano. E, ovviamente la situazione è abbastanza varia e complessa, soprattutto per l'intreccio delle generazioni. Ci sono tanti maestri che vengono da dietro e quindi hanno elaborato un loro linguaggio critico molto raffinato, capace, profondo e sensato nel corso dei decenni. Però d'altro canto si avverte che qualcosa attorno è cambiato nei modi anche della letteratura, del mondo, da ogni punto di vista. Per cui poi chi è venuto dopo, i critici delle generazioni più giovani, io poi sto a metà del guado perché giovane non lo sono più, avvertono che forse bisogna scrivere e orientare il proprio discorso diversamente, anche se è vero che un linguaggio critico nuovo, davvero riconoscibile, forte e capace, mi sembra che ancora non si dia. Di conseguenza, quando io leggo alcuni grandi critici, su cui poi io stesso mi sono formato, anche i loro nuovi saggi, le loro nuove pubblicazioni,
riscontro che tutto funziona, ma proprio perché il loro sistema è per certi versi chiuso, come se fosse ancora ancorato ad alcuni decenni passati. E viceversa, il problema è così, è confrontarsi con la nuova poesia, con i nuovi media, con le nuove generazioni. E di conseguenza anche, e soprattutto, sono cambiati soprattutto i luoghi in cui la critica avviene, perché accanto a quelli appunto tradizionali, le riviste, i quotidiani, le pubblicazioni universitarie, i saggi dei professori, che importano perché a volte ne escono di molto belli, ovviamente c'è tutto il portato della rete e dei blog di poesia. Ed è lì, credo, che stia avvenendo o comunque sia in gestazione qualcosa di nuovo. Per cui la condizione di chi scrive oggi è che dietro il retaggio di una cultura molto forte, che secondo la musica italiana è stato molto valido sia come poesia sia come critica della poesia. Ci sono stati poeti e critici come Pierpaolo Pasolini, Franco Fortini, Andrea Zanzotto, o critici puri come Pier Vincenzo Mangaldo e Alfonso Berardinelli, che sono stati davvero, e tanti altri, molto molto capaci. Leggendo anche le loro lettere, i loro epistolari, si confrontano anche con grande verità e con grande durezza sulle questioni della poesia. Sì. La condizione invece dei giovani è un po' strana, perché effettivamente la critica è un po' come fare surf. C'è bisogno anche di onde importanti per fare surf bene. E quindi i giovani avrebbero bisogno anche, le due cose sono sempre connesse, di una produzione poetica e di libri nuovi di una certa qualità. E non so se questi in Italia in questi anni ci siano. Ce ne sono tanti, ma un po' livellati forse verso il basso. Per cui è molto difficile che il ragionamento così critico diventi profondo in un'assenza di un oggetto che meriti la profondità e che la suggerisca. Io scrivo sul Corriere della Sera da 10 anni, quindi sono quasi tutte le settimane, di poesia, solo di poesia, un libro nuovo ogni settimana, e occupo un ruolo che solo qualche decennio fa, diciamo nello scorso millennio, era quello di un legislatore, no? Chi occupava il mio posto decideva le sorti di un libro, col pollice retto o verso. Adesso penso che non sia più così. Io non so bene chi ci sia dall'altra parte. E la scommessa delle mie parole, del mio tono, è appunto quella di trovare un interlocutore dall'altra parte. E ancora, dopo 10 anni, tutto sommato, è un punto interrogativo. So che vengo letto, ma non so così se le mie parole entrano in un circuito che reagisce, ecco, e che ne provoca delle altre, provoca delle reazioni. Quello davvero non lo so. Così, ultima cosa, così, nella critica, un po' in tutti gli aspetti del mondo oggi, il problema vero è questo, che la maggiore democrazia, cioè che quindi fruizione comune dei mezzi di comunicazione, e la rete è forse il primo, che di per sé è un bene, non diventi però un diagramma piatto orizzontale dove ogni cosa è uguale all'altra e non esistono più le differenze. Quella è la grande sfida, forse. Erstmal danke ich ganz herzlich für diese spannenden Auskünfte, die wir dann im Gespräch weiterentwickeln werden und wozu wir noch einiges lernen möchten. Also ganz herzlichen Dank. Tak, Sir Mückel. Vielen Dank an Lille Tiefenbacher, Erik Schumacher, Safak Šeričecek, Martin Pieka, Mai Mergenthaler, Regina Menke, Marielle Matte, Ricarda Veit, Alexander Estes und Noha Abdelrasul für ihre Videolyrikkritiken. Und danke nochmals auch Magnus, William Olsson und Nina Christina Karlsson von der Schwedischen Botschaft, der wir sehr herzlich für ihre Beteiligung und auch Unterstützung danken.
Dank auch an Theresia Prammer und an Roberto Gallaverni. Wir freuen uns auf den kommenden Workshop. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die italienisierenden Früchte dieses Labors der performativen Kritik mit dem Schwerpunkt Italien können Sie am 30.06. auf dem Kanal für Poesie erleben. Das ist dann der Abschluss des ersten Halbjahres der Akademie für Lyrikkritik und zugleich die letzte Veranstaltung des Hauses für Poesie vor der Sommerpause. Danke Charlotte Krüger und Julian Engels für die Produktion dieser Sendung und Dank ans Team vom Haus für Poesie, an Pro Helvetia und an den Hauptstadt Kulturfonds, aus dessen Mitteln die Akademie für Lyrikkritik in diesem Jahr gefördert wird. Bis bald. Schöne Lektüre.